Gut, wir haben vom Kader her ein bisschen Probleme, weil jetzt auch die ganze Woche Dennis Grote da versucht hat mit seinen Adduktoren da in die Gänge zu kommen. Das hat jetzt zweimal nicht gepasst. Einmal hat er ganz ausgesetzt, hat heute das Training wieder abgebrochen. Also ich denke, dass das nicht gehen wird. Dann ja hier. Gut, hat er auch ganze Woche nicht trainiert, das geht sicher nicht. Ich habe mit ihm kurz gesprochen. Nächste Woche vielleicht einmal versuchen, sich langsam ranzutasten. Da habe ich aber auch gesagt, ja gut, es ist natürlich dann auch wichtig, jetzt da nichts zu überstürzen und dann vielleicht ist da das letzte Spiel unbedingt noch dabei sein zu wollen und da noch eine größere Muskelverletzung zu riskieren. Also das werden wir nächste Woche angucken. Dann hat Thomas Sabel eigentlich auch schon längere Zeit einen Infekt. Er ist noch also jetzt die 10 Tage nicht richtig ausgebrochen, ist aber jetzt heute gekommen. Hat auch immer wieder versucht, mit dem Medikament das ein bisschen runter zu drücken. Heute ist er gekommen, war nicht sehr schlapp und müde. Und wir haben ihn da direkt zur Untersuchung geschickt, um da auch Klarheit zu bekommen. War heute nicht mit dabei. Ich weiß noch nicht, ob es morgen geht. Also die Wahrscheinlichkeit eher klein, dass er dann mit dabei ist. Iličević nach wie vor, Schröder nach wie vor verletzt. Dann Mavrai heute auch nicht mittrainiert hat. Jetzt einen Schuss am Kopf bekommen, hat dann Nachmittag über Übelkeit gesprochen, hat muss es sich auch ergeben, hat heute nur eine lockere Laufeneinheit gemacht. Ich denke, das war eine leichte Hirnerschütterung da. Mal gucken, ob das morgen geht, ob er da morgen mit dabei sein kann. Habe ich einen vergessen? Ja, waren Sie da dabei? Herwagen ist im Training mit dabei. Ja. Was für mich auch noch herausragend war in dieser Woche, war natürlich auch war ja Mitte Woche die Torhüterfrage. Da habe ich mich für René Renault entschieden. Aber was dann die Aussage von Lastufka betrifft, für mich eigentlich hervorragend. So muss es sein, Teamgeist. Also hat jetzt nicht, hätte auch ja sagen können. Ja, also ich hätte den gehalten, ich wäre rausgekommen, gibt es ja auch, kennt man ja auch. Und er hat gesagt, war ein schwieriger Wahl für ihn und er kann das absolut verstehen. Und ich denke, so muss Teamgeist aussehen, dass man nicht versucht, den Mitspieler schlecht zu machen, sondern natürlich auch über seine eigene Leistung versucht, da wieder reinzukommen und ranzukommen. Da sind jetzt auch alle Torhüter sind gut mit dabei. Also gibt es nicht zu sagen, dass jetzt irgend sich einer hängen lässt oder ja, da jetzt vielleicht einen Bock hat auf einen anderen, weil der jetzt vorne dran ist. Und das denke ich ist sehr wichtig und das ist ja auch unser Ziel oder als Bochum da über diesen Teamgeist zu kommen. Vom Imhoff war heute wieder mit dabei, der war ja Anfangswoche. Krank, hat gestern eine Laufeinheit gemacht, heute wieder das volle Training. Also werden wir auch morgen gucken, wer dann schlussendlich im 18er Kader ist. Vom Spieler KSC, wir wollen natürlich nicht irgendwie eine Pause oder eine Halbzeit verpennen, sondern von Anfang an dabei sein. Und da bin ich überzeugt, dass wir. Auch wenn KSC ein starker Gegner ist, ein sehr guter Aufsteiger ist und das auch dementsprechend mit ihren Punkten auch manifestiert. Und vor allem auch sehr kontergefährlich ist, gut Fußball spielt und defensiv sehr kompakt sich zurückzieht, wird es für uns schwierig. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich auch an die. Also wenn man jetzt zweite Halbzeit anknüpft gegen Schalke, ist das akzeptabel. War das das, was wir
eigentlich von Anfang an zeigen wollten. Und das müssen wir hier zu Hause gegen KSC von der ersten Sekunde an zeigen. Und müssen das umsetzen, müssen sie unter Druck setzen und müssen sie natürlich auch zu Fehlern provozieren. Und das soll unser Weg sein. Und dann ist, wie gesagt, natürlich auch klar wichtig, dass man nicht in die Konter läuft, dass man da sehr konzentriert spielt. Und da bin ich überzeugt, dass wir das aber auch dann am Samstag so umsetzen werden. Je nachdem, Gündogan vielleicht eher für die Offensive eine Möglichkeit, Schmidtgall eher für die Defensive. Für Schmidtgall würde ich vielleicht sprechen, dass er schon ein halbes Jahr mit uns mittrainiert und Gündogan jetzt ein paar Einheiten mit dabei hat. Aber da habe ich mich noch nicht entschieden, möchte auch morgen noch abwarten. Da gibt es noch den einen oder anderen Rückschlag. Ja, das sieht so aus, dass ich Pferzl da die Möglichkeit gebe. Also weil ich auch, ich habe jetzt auch da die Woche da mal also so weitergeführt. Und da hat mir, wie gesagt, auf Schalke, als er dann diese Position gespielt hat, hat mir eigentlich recht gut gefallen. Sehr ballsicher auch. Und da ich auch jetzt bei KSC nicht mit zwei direkten Stürmern rechne, sondern nur mit einem, würde das auch aufgehen. Da. Oder wäre vielleicht weniger ein Problem, ein direktes Problem. Man hat auf Schalke der zweiten Halbzeit, war er der aktivste in der Offensive. Und ja, wäre natürlich schön, wenn er das über 90 Minuten so präsentieren könnte. Das ist auch das, was ich hier von ihm verlange. Er ist einer, der beidfüßig ist, der links und rechts Haken schlägt. Und das ist natürlich auch wichtig, um nach vorne zu kommen. Da hat er auf der einen Seite Möglichkeiten, um die Mitspieler dann frei zu spielen, aber auch selber, um da zum Torabschluss zu kommen. Er hat ja auch in der zweiten Liga jedes Jahr seine Tore gemacht. Bis jetzt hat er eins, ist an einem Pfosten geschossen. Also ich denke, da hat er schon auch seine persönlichen Ziele da höher gesteckt als nur bei diesem einen Tor. Also das ist, sieht man auch im Training, ja, wenn er aufs Tor schießt, wenn er, der Ball nicht drin ist, also er regt sich auf, er will schon auch Tore machen. Also das Beste ist, soweit wie möglich vom eigenen Tor weghalten, dann wird es schwierig mit Standard. Versuchen eigene viele raus zu holen und zu bekommen. Aber das klar, das andere ist die Aufmerksamkeit zu haben, dann dementsprechend dagegen zu arbeiten, sollte es zu Ecken, Freistößen kommen. Gut, wenn man jetzt auch vielleicht ein bisschen die Hinrunde anguckt, KSC gab es ja immer wieder Spiele, wo sie verloren haben. Also ob das jetzt in Leverkusen war, habe ich vor Ort gesehen, ganz am Anfang, ob das zu Hause auch dann klar, da sagen auch die Spieler, wenn sie mal verlieren, dann verlieren sie klar und hoch. War jetzt in Cottbus nicht so hoch, die hatten noch zwei, drei Torumrandungsschüsse, ein bisschen weit aus, Pfosten, Lattenschüsse. Und also hätte auch höher ausfallen können und das ist, denke ich, ihnen auch bewusst. Ob's, ich hoffe natürlich, dass das vielleicht dieser Trend ist für uns. Kann man aber vorher nicht sagen. Und ich denke, dass den Spielern selber, der Franz hat noch gefehlt. Ich denke, es ist auch ein sehr wichtiger Spieler für KSC, der da alles ein bisschen aufrüttelt und schon auch mal provoziert. Also von daher ist ihnen das auch bewusst. Und wir haben jetzt zwei Spiele auswärts hintereinander. Die werden schon auch versuchen, das zu stoppen. Und ob das dann uns gelingt, ist unser Ziel. Aber es ist wirklich schwierig, hellseherische Voraussagen zu treffen. Der Bönig hat gespielt. Meilbeck war ja auch vorher schon eine längere Zeit verletzt. Jetzt hat er zwei Spiele gemacht, eine internationale Nachwuchsrunde. Eins jetzt am letzten Sonntag war ich mit dabei bei den Amateuren gegen Schalke, war sehr schwierige Platzverhältnisse und ist aber schon so, dass er wieder ein bisschen mehr dazukommt. Er war 10 Wochen, hat er nicht gespielt
Und es ist einfach auch schwierig, da wieder reinzukommen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und es ist aber schon so, dass er das auch selber spürt, dass er wieder ein bisschen näher dran ist. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass er im Kader ist, aber sicher nicht von Anfang an spielt.